Die Schmetterlinge. Hallo ihr Lieben, eine neue Folge. Endlich kann ich mal weitermachen. Ich hatte eine kleine, wie soll man sagen, Kreativblockade und dann habe ich vorhin einen Kommentar gelesen und dachte, mach du einfach mal los und nicht so viel Kopf. Und im Grunde genommen hast du ja recht da draußen. Ich mache einfach mal los. Ich bin nicht so ganz auf dem Damm, deswegen vielleicht komme ich mal launisch rüber. Ich versuche mich zu beherrschen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass im Laufe dieses Gartenrundgangs auch meine Stimmung sich dann wieder hebt. Also ich bin noch nicht so lange im Garten, gerade erst angekommen. Irgendein Tier knabbert gerade an meinem Bein, da muss ich mal nachschauen. Nee, alles gut. Ich will gar nicht lange rumpalabern. Kurz nochmal eine Übersicht, was in diesem Video stattfindet. Fortschritt im Garten, ein paar Highlights. Es gibt ein bisschen was zu erzählen. Es geht auch so um Gartenkreisläufe, die ich mir aneigne, die ich wieder an euch weitergebe für alle, die mich quasi von Anfang an als Serie verfolgen. Die gucken ja auch immer, wo ich da am Wachsen bin. Also für jeden was dabei, würde ich sagen. Und ganz zum Schluss gibt es noch die Auflösung zur Verlosung. Ich habe unter dem Hashtag FragLars unter einem Video euch die Möglichkeit geboten, aus dem Zuschauerbeet hinter mir Gemüse zu euch nach Hause zu bekommen, Gemüse zu gewinnen. Ich werde einen Karton fertig machen, das ist organisatorisch und so weit im Moment alles ein bisschen stressig bei mir, weil 2,5 Wochen dieser Garten, ich habe ihn 2,5 Wochen sich selber überlassen und was in der Zeit passiert, das ist unglaublich. Also ich bin mehrfach geflasht, ich genieße die Zeit in meinem Garten und ja, alles andere dann gleich. So, und bevor ich jetzt losgehe, mache ich mir natürlich noch was zu trinken fertig. Wie gesagt, es ist mörderwarm und Leute da draußen trinkt immer genug. Ich habe bisher heute zu wenig getrunken, das lege ich jetzt nach. Und ich habe gerade aus eurem Zuschauerbeet Zitronenverbene gepflückt. Hab da noch von 2 verschiedenen Minzearten was abgepflückt, ihr könnt das sehen. Und das kommt jetzt hier rein. Und ich sage euch, das ist eine richtig schöne, erfrischende Sache. Kann ich euch nur empfehlen, das hält fit bei dem Wetter und ihr fühlt euch nicht so ausgelaugt. Also Minze rein ins Wasser und Zitronenverbene gibt Geschmack. Okay, und ihr kommt jetzt mit. Okay, ihr Lieben, ich habe mich ein bisschen gestärkt. Jetzt hat meine Zunge auch wieder Speichel. Hinter mir könnt ihr noch sehen, habe ich meine Bananenpflanze, die ich aus Erftstadt mitgenommen habe, habe ich da eingepflanzt. Ich muss sagen, ich habe sie total vernachlässigt. Da war mega viel Unkraut, Beikraut, Queke, Beinwelver daneben. Also die Bananenpflanze hatte letztendlich keine Chance. Jetzt habe ich ein bisschen befreit, ein bisschen gemulcht und natürlich auch noch mal ein paar Nährstoffe reingebracht. Übrigens, ihr könnt Bananenschalen wunderbar, ne? Wenn ihr Banane gegessen habt, könnt ihr drumherum machen. Das ist ein wunderbarer Dünger. Die Banane freut, wo kommt's her? Da kannst du auch wieder hin. Leben bringt Leben. Also gute Sache. Okay, und direkt dahinter ist mein Rizinus. Ich muss sagen, optisch natürlich ein richtig schönes Highlight. Aber Nachteil, es ist eine giftige Pflanze. Und giftig hin oder her, ich wollte das einfach mal beobachten. Das wusste ich vorher. Aber so von Bienen und so nicht gut, also gar nicht besucht. Also ich habe den Sinn noch nicht gefunden. Alle Pflanzen haben natürlich ihre Daseinsberechtigung, genauso wie alle Tiere. Aber in dem Fall frage ich mich, soll ich das im Garten lassen, ja oder nein? Vielleicht könnt ihr mir helfen, habt Ideen dazu, Infos dazu. Na, da sprengt gerade ein Schmetterling die Aufnahme oder lenkt mich ab. Schreibt mal unten in die Kommentare, wenn ihr dazu was wisst. Das würde mich interessieren. Vielleicht habt ihr das im Garten und ne? Lasst mich dran teilhaben, bitte. Da unten steht noch ein Pilz, das muss ich euch mal direkt näher zeigen. Da vorne wächst ein Pilz, guck mal, wie groß der ist. Kann mir jemand sagen, wie der heißt? Ich habe jetzt an verschiedenen Stellen hier im Garten schon solche Pilze gesehen. Und wer weiß, vielleicht sind die essbar. Ich selber traue mich aber nicht ran. Bei Pilzen muss man richtig vorsichtig sein. Also Leute, immer aufpassen, wenn ihr keine Ahnung habt. Und auch nicht auf gefährliche Halbweisheiten vertrauen und, oder denken hier, ach, geht schon gut. Bei Pilzen muss man wirklich Respekt haben. Dann ist eine meiner Demeter-Sonnenblumen aufgegangen. Oh, ich finde die mega hübsch. Die ganze Farbgebung, so ein, ja... Über Videoaufnahmen ist das ja immer leicht verfälscht, aber das ist schon so ein braun-rotton, unten der Gelbstich, also Richtung Blüte.
Und ja, die Biene erfreut sich da gerade dran. Ich sehe ständig Tiere überall dran. Heute sowieso ganz besonders, überall Libellen. Ich habe gesehen, mein Garten ist voller Libellen immer wieder. Vielleicht kann ich welche einfangen. Ansonsten, ich habe vorhin schöne Fotos geschossen. Die werde ich sonst mal zwischendurch einblenden. So, lassen wir die Biene hier mal in Ruhe weiter werkeln oder fleißig sein. Und wir ziehen mal weiter. Ich habe nämlich noch ein paar mehr Pflänzchen entdeckt hier im Garten. Da haben wir einmal dieses schöne Pflänzchen, davon habe ich auch Saatgut liegen, allerdings kenne ich bis jetzt den Namen noch nicht. Also, wenn jemand da draußen das weiß, unter diesem Video werde ich bestimmt das ein oder andere Mal auch nochmal Hilfe brauchen. Bitte schreibt in die Kommentare, was das für eine Pflanze. Mich interessiert auch gerne irgendeine Heilwirkung, vielleicht auch Geschichtliches, wie auch immer. Sowas recherchiere ich sonst auch selber irgendwann immer. Von daher, schreibt fleißig, ist ja auch für die Allgemeinheit interessant, für alle, die in den Kommentaren stöbern gehen, die freuen sich, wenn es da irgendwas gibt, was Wissenswertes mitgenommen werden kann. Ja, okay, mal weiter. Das müsste eine Zinie sein, glaube ich. Ich habe geforscht, falls ich da falsch liege, klärt mich bitte auf. Dann haben wir hier die Jungfer im Grün. Ich finde das eine ganz spannende Blume, denn die Farbe, die letztendlich dann nachher zu sehen ist, die weiß man vorher nicht. Da gibt es noch unterschiedliche Farben. Werde ich in nächsten zukünftigen Videos auffangen, wenn es da nochmal andere Farben gibt. Ansonsten, die ist frisch in meinem Garten und die wird sich noch weiter wild aussehen. Spätestens im nächsten Jahr, denke ich, wird es dann eine Vielfalt zu entdecken geben. Ansonsten könnt ihr wunderbar sehen, wie das Ganze hier jetzt so langsam zum Sichtschutz zusammenwächst. Ich habe ja ein paar Teile im Boden gesteckt, ein paar Weidestöcker, ein bisschen dickere diesmal. Und die wachsen wunderbar an, wie ihr sehen könnt. Also überall kommt Grün. Und ja, da gibt es noch einiges Kreatives auszuleben, würde ich sagen. Ja, und davor wächst überall noch Mais. Keine Ahnung, ob da noch was bei rumkommt. Einen Kolben habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber auch nicht direkt gesucht, muss ich gestehen. Aber es macht nichts. Ich finde das rein optisch schon irgendwie spannend. Und vielleicht entsteht da noch der rote Mais, vielleicht auch nicht. Zeigt dann halt die Zukunft. Das neben mir ist mein Kiehohlbeet. Ja, jetzt kommt noch ein Flieger von oben. Egal, Störgeräusche kratzen mich jetzt mal einfach nicht. Ich bin wieder im Flow. Also, das ist das Kiehohlbeet. Ein Kiehohlbeet ist ein Beet, wo in der Mitte ein Kompass ist, für alle, die das jetzt noch nicht mitgekriegt haben. Und drumherum baut man quasi an. Den Teil könnt ihr sehen. Da, wo die Stöcker sind, ist der Kompass. Und hier habe ich schon fleißig Möhrchen angebaut. Man sieht hier auch Kohlrabi und so weiter und so fort. Das ist alles noch am Wachsen, wird nach und nach geerntet, aber ich habe auch wieder frisch ausgesät. Ich habe jetzt den Platz genommen, um einen Kopfsalat auszusehen und ja, wenn der dann gekommen ist, werde ich den vereinzeln und im Garten verteilen. Okay, gehen wir mal weiter. Dahinter natürlich noch Mangold Rainbow in sämtlichen Farben. Ich freue mich, dieses Gemüse gefunden zu haben, weil das ist so ein schöner Farbtupfer überall im Garten und natürlich noch gesund und ja, schmackhaft, lecker. Ja, Spinatersatz, also eine Alternative für den Spinat. So, hier könnt ihr dann wunderbar nochmal sehen, wie groß meine Kohlrabis werden. Das ist Kohlrabi Superschmelz, das ist natürlich eine Größe, die größer wird. Da ist noch ein kleiner versteckt. Ich denke mal, den lasse ich mal ausblühen da, den da. Und ja, dann zeige ich euch mal dahinter. Blumenkohl hat sich, ja, ist in die Saat geschossen quasi. Ich weiß noch nicht, wann der richtige Zeitpunkt ist. Wenn ihr da eine Idee habt, damit Erfahrung gemacht habt, sag mal, wann kann ich dann da Saatgut rausziehen? Und also dieses Saatgut gewinnen ist für mich noch ein ganz neues Feld. Da bin ich auf jeden Fall irgendwie noch auf Hilfe angewiesen. Ich habe mal immer gegoogelt und so weiter. Das ist immer alles gar nicht so leicht zu finden. So, Kiehohlbeet möchte ich gleich mal abschließen. Es gibt eigentlich nur noch zu sagen, dass ich mega begeistert bin nach wie vor von diesen zwei Zucchini-Pflanzen. Da muss ich mal ein bisschen weiter weg. Ja, lassen wir den Zug mal laufen und mit drauf. Da, guckt euch diese Gewächse an. Das sieht richtig toll aus. Also unglaublich, was diese Pflanzen da auf der Reihe haben. Und im Kiehohlbeet kommen die richtig gut. Also das kann ich euch empfehlen. Ich habe die an anderer Stelle angebaut und hier ist definitiv ein besserer Fleck. Und guck mal. Da hängen echt tolle Zucchinis. Die schmecken echt super. Ich habe ja drei verschiedene Sorten hier im Garten. Leider weiß ich den Namen jetzt hier nicht. Könnte ich nochmal recherchieren, wenn sich jemand dafür interessiert. Schreibt mir das in die Kommentare. Und hier hatten wir, den Namen habe ich jetzt gerade vergessen, eine Blume, die Gift im Namen hat. Aber ich finde die mit ihren kleinen Lampignons hier
Sehr spannend. Ja, richtig schön. Oder, jetzt bin ich da mal ein bisschen irritiert. Kommt da immer... Weiß ich nicht. Sieht irgendwie aus wie bei der Physalis, oder? Was meint ihr? Das ist doch keine Physalis, die sich... Naja, keine Ahnung. Also wenn ihr eine Ahnung habt, ihr seht, ihr dürft mich unterstützen. Ich weiß lang nicht alles. Ich weiß sowieso lang nicht alles. Bin ja sehr intuitiv am Gärtner, eigne mir sehr viel Permakultur. Sachen an, informative Dinge und gebe die an euch wieder. So, hier seht ihr die Tomaten. Da gibt es auf jeden Fall hier eine Sorte. Ich glaube, das ist ein weißer Pfirsich vielleicht. Vielleicht auch Great White. Vielleicht auch irgendwas anderes. Aber ich meine, das waren nur die zwei Sorten, die ich in Weiß habe. Und das entwickelt sich ja weiß. Vielleicht gibt es am Ende noch einen Touch und eine andere Farbe. Aber ich glaube, wir sind nicht mehr weit davon entfernt, dass ich das Ding ernten kann. Ja, und ansonsten habe ich hier überall bei den Tomaten ein bisschen gelichtet. Ihr seht, hier ist Braunfäule dran. Das war auch schon mal zu sehen über ein anderes Video. Nichtsdestotrotz wächst das. Ich habe nur Tomaten, hier Braunfäule an den Tomaten selber wie da. Wie gesagt, wir hatten wochenlang Regen oder immer wieder sehr viel Regen hier in der grauen Stadt am Meer. Also hat es mal wieder allen Ehre gemacht. Und nichtsdestotrotz muss ich sagen, haben sich die Tomaten gut durchgebissen. Ich habe schon ordentlich hier geerntet, gerade bei der Wildtomate hier an der Ecke. Da könnt ihr das nochmal sehen. Da unten hängen die Früchte. Gehen wir mal näher ran. Da sind gelbe. Na, die könnt ihr erkennen, ne? So, und die ich unten abgemacht habe, weil der Pflanze war es nachher zu schwer. Ich habe mich auch nicht so wirklich hier um das System an der Stelle gekümmert. Alle anderen dann schon mehr mit diesen Gegengewichten. Aber die sind dann hier hinter mir. Dafür muss ich einmal am Mais vorbei. Oh, irgendwie ist das schön, hier durch die Reihen zu gehen. Ich freue mich. Hier haben wir dann die so ein bisschen ausreifen. Also Leute, ihr könnt, wenn euch mal irgendwas stört, das könnt ihr schön abzupfen, nochmal aufhängen. Die ziehen nach, wie ihr sehen könnt. Und andere kommen auch nach und man hat immer zwischendurch mal was zu naschen, wenn man hier vorbeigeht. Ja, auf der anderen Seite genau das Gleiche, aber was ich euch natürlich zeigen möchte, die Tomaten hier habe ich auch alle an das, Seilsystem angeschlossen. Also hier habe ich auch meine Ideen umgesetzt. Mit den Gegengewichten, die dann immer automatisch die Pflanze langziehen. Jetzt haben halt alle ihre Gegengewichte gekriegt, da fehlt nichts mehr. Haben wir direkt daneben noch den Pflaumenbaum von Klaus und Dani. Also Klaus hat mir den mitgebracht, als er hier war. Sie werden langsam weicher. Ich bin schon ganz gespannt, wie die schmecken. Mit irgendwem werde ich mir die dann teilen. Da steht dann noch der Mais und da vorne, da ist Flachs. Guckt, so sieht er jetzt aus. Ich hoffe, da kann ich bald Saatgut gewinnen. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt weitergeht mit der Pflanze. Ich habe null Erfahrung. Aber wenn der sich hier aussieht und immer irgendwo mal wiederkommt, das würde ich begrüßen. Hier haben wir mal einen Kartoffelacker. Ich habe Kartoffeln geerntet. Bei einem mageren Beet nochmal ein bisschen rumprobiert und gemerkt, ja, nee, da müssen deutlich mehr Nährstoffe her. Ja, und dann habe ich das Beet einfach mal geleert, was Kartoffeln angeht, weiter geerntet, eine Sonnenblume stehen lassen, ansonsten natürlich nicht mit Mulch geschützt. Ich weiß, ich habe schon Kommentare gelesen, Permakulturist und so weiter, warum mulchst du denn nicht? Ja, natürlich möchte ich mulchen und wie du sehen kannst, wer auch immer jetzt mal gerade so in diese Richtung denkt, hier unten haben wir Mulch, da vorne dort bei den Tomaten und letztendlich in den anderen Beeten auch schon viel verteilt oder hier bei den Sonnenblumen. Aber es ist halt alles Arbeit. Ich befinde mich im Aufbau. Mein Garten gibt es erst 1,5 Jahre lang und ich finde, dafür, dass hier vorher gerade Fläche war, habe ich hier viel Schönes hingezaubert und es geht halt nicht alles auf einmal. Ansonsten ist das immer ein mega schöner Anblick, wenn ich zu meinem Garten komme. Ich stiefel mal gerade über den Zaun, damit ihr mal einen anderen Blick habt. Sieht das nicht schön aus? Also so langsam kriegt das Ding Profil, würde ich sagen. Ja, richtig, richtig schön, richtig schön. Und die Sonnenblumen riesig. Unglaublich riesig. Also die 3 Meter haben wir geknackt da oben. Die letzte große. Und überall im Garten dann halt verteilt die andere. Gerade durch seht ihr auch nochmal die rote, wer gute Augen hat. Hinterm Zuschauerbeet da rechts. Ja, und was gibt es noch Tolles zu erzählen? Ich mache jetzt mal einen kleinen Break und einen Schwenker, denn ich habe einen neuen Nachbarn gekriegt. Ich weiß jetzt nicht, ob er gerade darin pennt, aber ich finde, das Ganze ist doch vielversprechend. Ne? Das Ganze hier sollte eine Bienenweide werden. Und das Erste, was er zu mir gesagt hat, als er zu mir kam, war, hier den Zaun musst du nicht machen. Ne? Also wir können das auch offen lassen. Also, perfekter Nachbar, würde ich sagen. Und da bin ich schon gespannt, wie das weitergeht. Weil das Ding gefällt mir auch richtig gut. Also das könnte mir
in meinem Garten auch passen, wenn ich den Platz hätte. Aber wer weiß, vielleicht fällt mir da noch eine Alternative ein. So, und wir sind hier vorne beim Zaun. Mein Zaun ist übrigens nicht so schicki. Das ist für mich, ich sag mal, meine Leiche im Keller. Ich drücke mich da ewig schon vor, diesen Zaun mal schön zu machen. Ich hoffe nicht, dass ich da irgendwann mal Ärger kriege. Ist natürlich meine Pflicht. Aber egal jetzt, ich stiefe mal hier über den Zaun und gehe mal zurück und zeige euch, was hier noch weiter passiert ist. Hier vorne habe ich ja eine Blumenweide anlegen wollen. Jetzt kommen auch die ersten Sachen. Hier ist Blumenwiese. Und dann haben wir, hier hat sich sonst nichts getan. Dann haben, ich glaube, meine Schwester und mein Vater mir noch Holz gebracht. Ich bin total happy, dass das zu mir gefunden hat, weil das klingt natürlich an diese ganzen Korkenzieher-Haselnuss, die ich hier überall verbaut habe für die Tomaten. Da habe ich hier jetzt dann auch nochmal eine Runde Holz gekriegt. Das ist richtig schön. Und alles, was nachher über ist, lässt sich auch wunderbar verbrennen. Aber ich habe da natürlich was anderes mit vor. Hier nochmal von Nahem, Korkenzieher, Haselnuss. Übrigens, meine Tomaten, auch überall hängen sie jetzt. Könnt ihr sehen von den Farben. Ich habe natürlich auch Braunfäule an denen, die so ein bisschen zu lange im Nassen waren. Aber nichtsdestotrotz bin ich zufrieden, wie robust echt diese Pflanzen waren, weil wir hatten richtig Sturm hier. Also eigentlich hätten die alle gar nicht überleben sollen. Deswegen bin ich überrascht, dass das alles so toll sich weiterentwickelt. Hier überall Blüten, hier wird das voll sein nachher mit Tomaten. Die Gurken nebenan, ja, die habe ich auch von Klaus gekriegt. Hier habe ich eine schon abgezupft heute. Die sind nachgewachsen. Die Zwiebeln kommen übrigens mega gut. Guckt euch das an. Da Kapuzinerkessel, Borage. Noch weiterhin für die Bienen sehr interessant. Und hier ist jetzt ein Beet. Da hatte ich ja Radieschen und so drin. Und hier bringe ich nach und nach mehr Leben rein. Also nach dem Prinzip Leben bringt Leben. Ich habe ja noch die... jetzt merke ich gerade, dass ich mal wieder trinken muss. Und ich bin gerade auch sogar an der richtigen Stelle. Das mache ich mal. Der Geschmack ist so lecker und erfrischend. Ohne Scheiß. Also allein Minze bringt schon, aber mit Zitronenverbene, das sprengt einfach alles. Und guck mal, wie viel ich schon weggetrunken habe. Ich habe das Video eigentlich gerade erst angefangen oder maximal zur Hälfte gedreht. Schmeckt richtig gut. So, ab in Schatten damit. So, weiter geht's. Also, davon habe ich erzählt. So, und jetzt stehe ich vor eurem Zuschauerbeet. Ja, und ich werde jetzt mal versuchen, den Schatten rauszukriegen. Nee, es wird nichts. Okay, bisschen Schatten bleibt immer drauf, ich mit meiner Kamera. Und ich will gar nicht lange rumpelabern, ich will zeigen, wie weit sind die Pflänzchen. Das ist Stand der Dinge. Hier haben wir noch Physalis dran, die wachsen aber noch. Ich habe mal einmal abgezupft gehabt und mal reingeguckt und die waren lang noch nicht reif, obwohl die Größe schon so war, wie bei den Physalis, die wir kennen. Hier haben wir Zitronenverbene. Ja, das ist richtig gut. Das werde ich auf jeden Fall vermehren. Das ist eine richtig gute Sache. Davon will ich richtig viel im Garten haben. Ja, eine Tomatenpflanze. Guck mal, wie hoch die wächst. Das ist ein Meter, ohne dass die irgendwie gestützt wird. Und ich zeige euch mal, wie breit die unten ist. Da, also ich habe große Hände. Guckt euch mal diesen Apparat an. Das ist echt krass. Bin immer wieder überrascht, was die Pflanzen so hinkriegen. Da, das ist die Indigo Rose in schwarz. Grüne Tomaten, Green Zebra, wie auch immer, was hier alles noch dran ist. Bin gespannt, was da reift. Hier hängen natürlich auch welche, ne? Also man kann die nun gerade nicht so gut sehen. Und dann halt hier auch überall. Davon sind Orangene. Ach, ich hüpfe mal wieder auf die andere Seite. Ja. Yeah. Und dann fange ich auch nochmal bei der schwarzen Indigo Rose an. Wow, da bin ich so gespannt auf den Geschmack. Und ich habe hier schon Nachfragen gehabt für Saatgut. Der Tomate, der möchte unbedingt was haben. Da noch eine Tomate. Ich kenne den Namen leider nicht. Dort haben wir eure Zucchini-Pflanze, habe ich nach wie vor immer Zuschauern was gegeben. Ansonsten unspektakulär die Artischocke. Boah, der Name war weg. Die Artischocke ist ein bisschen mehr gewachsen. Bei den anderen beiden ist noch nichts zu sehen. Nein, immer noch nicht. Ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Da werde ich mal düngen und mulchen müssen. Und bei den Erbsen, die haben auch ihre Zeit gehabt. Da habe ich aber hinten was zurechtgepackt. Das wird auf jeden Fall Saatgut für euch zu Hause. Anders kann ich das nicht umsetzen. Das mit diesen ganzen Erntezeitpunkten ist gar nicht so einfach. Erdbeerzeit ist vorbei. Spinat am Kommen. Der braucht aber mal ein bisschen Liebe von mir und Dünger. Mangold ist auch am Kommen. Ach hier, guck mal, ich habe doch von dem Pilz geredet. Hier ist der nächste. Hier auch nochmal zum Vergleich. Meine Hand. Was ist das? Ich gehe auch nochmal runter für diese, wie nennt sich das? Lamellen oder so? Könnt ihr was sehen? Da hängen auch nochmal Tomaten. Die habe ich übrigens überall gemulcht und nochmal schön gemacht.
gleiche da überall gemulcht und schön gemacht. Übrigens habe ich da an der Stelle, fällt mir gerade ein, und hier hinter der Gurke nochmal Kartoffeln reingemacht, einfach weil hier gekeimte rumlagen, und zu testen, wie sich das alles verhält. Das Beet hier ist nach wie vor voll und gut besucht von Wildbienen. Richtig schön, guckt euch die mal an. Die sind hier richtig fleißig. Ja, das ist auch eine Honigbiene, aber generell sehr viele. Also Minze ausblühen lassen ist eine richtig schöne Sache. Also hier überall zwischen, hier, ich kann nochmal weitergehen. Das ist die nächste Wildbiene. Wow. Richtig schön. Überall Wildbienen dran. Also Minze in euren Garten. Das ist wohl auch eine spezielle Sorte. Nadine, wenn du mir zusehen solltest mal wieder, ne? Vielleicht passiert das ja heute. Ist das die Minze von dir? Kann das sein? Weil ich finde die sehr speziell, sehr schön. Und alles voll Bienen gerade. Ich muss ein bisschen aufpassen. Ich glaube, ich habe die gerade aus Versehen aufgeschreckt irgendwo. Also Vollbetrieb hier überall. Voll schön. Oh, eine spezielle Wespe hier. Guckt euch das an. Kleine. Der Zimbardo geht es nach wie vor dreckig. Aber da werde ich auch nochmal düngen. Gerade noch nicht geschafft, und da haben wir eine Zimbalo-Frucht. Da könnt ihr die sehen. Also ein paar werde ich kriegen, und ich brauche nur Saatgut fürs nächste Jahr. Das ist wichtig dieses Jahr, und der Rest, der wird schon. So, weiter geht's. Moin, mir ist richtig warm, Leute. Ich bin am Schwitzen für dieses Video. Ich laufe jetzt ein bisschen weiter. Ich habe überall freigemacht halt. Man kann das, ist egal, ist ja nicht so wichtig, was ich alles freigemacht habe. Also die Wege habe ich freigemacht. Ich habe auch Inkarnatklee genommen, weil mir Dünger fehlte, um meinen Pflanzen Nährstoffe zukommen zu lassen. Die freuen sich. Ist ja auf jeden Fall, soweit ich weiß, ein Stickstofflieferant. Will mich aber nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Ist auch wieder gefährliches Halbweißen. Vielleicht was für euch für die Kommentare. Da sind wir wieder beim Thema. Ja, dann habe ich hier die wild wachsende. Oh, da sehe ich gerade, da gibt es gelbe Tomaten. Guckt mal, da ist sie versteckt. Das ist die Sunviva, und ich werde ja nur noch eine brauchen. Ich habe sie schon probiert, sie ist sehr, sehr lecker. Und eine Sunviva für Saatgut. Und ich muss sagen, die macht sich hier wild und so schattig eigentlich ganz gut, weil die geht bis hier hinten durch. Das sind bestimmt schon mittlerweile bis hier unten. Da. Das ist, ich weiß gar nicht, wenn ich das schätzen müsste, 2 Meter, 3 Meter sind das doch schon fast. Ja. Und überall wild zwischen. Guck mal, echt Alarm. Ne? Ich wollte die einfach mal komplett wild wachsen lassen. Ich muss sagen, die ist invasiv in diesem Naturzahnhochbeet auf jeden Fall. Auch hier überall, hier hatte ich ein bisschen Probleme nach dem Sturm. Ein so ein Ding ist ein bisschen umgeknickt. Aber, also hier der da, die Tomaten nicht, die haben alle gut gehalten. Aber ich muss sagen, bei den Fleischtomaten ist natürlich eher zu sehen gewesen, dass die unter dem Regen leiden, obwohl es Freilandtomatensorten auch sind. Nicht alle. Also ich weiß, dass hier links bei der Berner Rose, übrigens habe ich eine Berner Rose probiert, super lecker, echt geil. Die haben wir ja Czerny Prinz, aber man sieht überall so ein bisschen Braunfäule, deswegen ich weiß nicht, ob ich bei der Czerny Prinz nochmal das Glück habe, irgendwann eine Tomate zu kriegen, der es gut geht. Hier sieht das auch sehr verwahrlost aus, aber ich muss sagen, ich habe mich nicht gut gekümmert, nährstoffmäßig, und hier haben wir die Green Zevra, aber bei der, glaube ich, werde ich noch richtig Spaß haben, ja. Hier wurde auch Unkraut geerntet und angefangen zu mulchen. Und guck mal, den Kohlrabi, den ich eigentlich nur zum Blühen lassen wollte, ist jetzt doch noch mal ein bisschen angeschwollen. Aber ich schätze mal, der wird richtig holzig sein. Porree hier hat auch gelitten durch den Sturm. Die anderen habe ich verloren. Chinesischer Sellerie, normaler Sellerie, erwähne ich immer mit. Und dann haben wir hier vorne noch die Tomaten, die einmal aus dem Hochbeet hängen. Ansonsten gibt es gar nicht so viel mehr zu zeigen. Klar, ich habe noch mehr Tomatenpflanzen, zu denen gehe ich jetzt noch hin. Und dann sollten wir das Thema abschließen können. Ich habe hier hinterm Pavillon, da habe ich ja auch das Seisystem. Und hier sind noch nicht wirklich Tomaten zu sehen, aber Blüten, da wird auf jeden Fall noch was kommen. Vor allen Dingen bei dem Bienenbetrieb, den wir jetzt gerade heute wieder sehen, mache ich mir da keine Sorgen. Dies könnte auch ein Indigo Rose sein, sehr verdächtig danach. Bin gespannt, was bei rumkommt. Ach, hier haben wir jetzt gerade einen Schmetterling. So, und jetzt nochmal ab zum nächsten. So, haben wir noch mal was? Ich kann euch mal zeigen, was der Sturm und der Regen angerichtet haben. Das ist hier ganz deutlich zu sehen, aber nichtsdestotrotz ist das immer noch ein wunderbarer Tiermagnet. Die fliegen auf jeden Fall überall noch die Hummeln rum, aber ihr könnt das sehen, er verliert seine Farbe. Wir hatten so viel Feuchtigkeit,
da ist der Inkarnatklee so eine Art Mehltau gekriegt hat. Guckt euch das mal an. Das kann man deutlich sehen. Aber wie gesagt, ist noch immer gut besucht von den Bienen. Da, wo ich das überall weggemacht habe, war das auch so. Also jetzt nicht überall, aber an einigen Stellen. Und das ist ja alles umgeknickt durch den Sturm. Da hat er sich nicht mehr halten können. Also irgendwann gibt der Inkarnatklee dann auch auf. Aber ansonsten gefällt mir das richtig gut. Weil jetzt kann man mit dem Inkarnatklee, den ich jetzt hier auch, also ich muss ja hier bei, ne? Der liegt hier auf dem Weg, der stört. Und wenn die Bienchen hier dann durch sind, werde ich den komplett nochmal runternehmen und in die Beete einarbeiten. Das ist für mich Gründüngung. So, das nächste Thema habe ich gerade quasi schon angeschnitten. Es geht um Gartenkreisläufe. Für mich ist der Inkarnatklee, na, jetzt rollt ein Apfel vor mir. Der Inkarnatklee ist für mich ein... Ja, eine wunderbare Ergänzung in meinem Gartenkreislauf, weil ich ja, ihr kennt das doch, man ist mal spät dran für irgendwas. Brennnessel ja auch, habe ich in letzter Zeit nicht so geschafft, könnte ich wieder tun, möchte ich auch tun. Wird zeitnah passieren, habe ich mir vorgenommen. Aber überbrückungsmäßig kann mir der Inkarnatklee helfen. Generell, was ich überall am Sensen bin, kann als Mulchmaterial in die Beete fließen. Die Schmetterlinge lenken mich richtig ab heute, das ist echt krass. Also, bei mir wird auf jeden Fall immer mehr gemulcht. Das werde ich überall verbreiten. Hier sieht man das auch. Habe einfach drumherum frei gemacht und am Ende habe ich das hier raufgepackt. Das ist natürlich die erste Schicht. Ist natürlich nicht so, wie ich das jetzt letztendlich haben möchte. Da soll auf jeden Fall noch mehr rauf. Aber generell gefällt mir das schon sehr gut. Ja. Hier wartet natürlich auch noch Arbeit auf mich. Kiolbeet habe ich nämlich noch was vergessen. Also hier ne, Unkraut raus, Mulchen. Aber hier vorne habe ich neue Sachen ausgesät. Hier vorne habe ich eine Radieschensorte, die ganz komisch aussieht. Habe ich schon mal probiert, hat nicht geschmeckt. Ich dachte, ich hätte jetzt eine andere eingesät, aber das war leider die nicht gut schmeckende. Ist auch mega wenig gekeimt. Hier haben wir noch meine Alstapfenradieschen, bei denen ich hoffe, dass da noch was bei rumkommt. Habe ein bisschen die Erde auch mehr aufgelockert diesmal. Und dann haben wir hier noch Möhrchen. Ja, und ich bin einfach mal gespannt, was dabei rumkommt. Ja, liegt jetzt noch ein bisschen offen, da kommt dann auch noch mal ein bisschen Mulch zwischen. Man kann das ja jetzt eher greifen, ne? Das ist auf jeden Fall, bei den Abständen kann ich da was reinarbeiten. Aber es muss halt auch erstmal getan werden. Jetzt gibt es noch was zu erzählen, denn es gibt ja noch ein paar Neuigkeiten und dann die Sache noch mit dem Zuschauerbeet, der Verlosung, das aber am Ende. Das, was es jetzt zu berichten gibt, ich habe, warum ich auch letztendlich hier keine Zeit für den Garten hatte, war der Grund, dass ich über eine Woche habe ich bei einem Restaurant geholfen mit Streichen im Restaurant und was alles so anfiel, wo man sich einbringen konnte. Da habe ich auch voll alle Zeit rein investiert, die ich zur Verfügung hatte. Das sind Freunde von mir, die haben ein Tapas-Restaurant, eine Tapas-Bar hier in Husum aufgemacht. Wollte ich halt unbedingt unterstützen und ich habe, mein Herzblut ging mit und es war eine richtig, richtig schöne Zeit. Ich werde an dieser Stelle mal ein paar Bilder einblenden von Dingen, die ich da an die Wand gemalt habe. Das zum ersten Mal gemacht, alles mit Schwamm und dafür bin ich ein klein bisschen stolz. Ist ganz schön geworden, aber ich möchte das unbedingt mit euch teilen. Weil das gehört alles zum Hintergrund hier, was so die letzte Zeit passiert. Ich habe ja auch angekündigt, dass in hinter den Kulissen viel läuft. Das war jetzt ein Quintchen, was ich preisgeben kann. Und zwar ist es so, dass ich, wenn ich hier Überschuss in meinem Garten habe, dass bei den Jungs im Restaurant landet, damit die Jungs den Gästen zeigen können, wie toll regional ist. Gesund angebautes, biologisch, ökologisch, permakulturmäßiges Essen schmecken kann. Da gab es da super viel positive Resonanz. Also die haben da schon Gemüse von mir gehabt. Ich habe da Körbe fertig gemacht. Zack, da nochmal ein Bild. So wird das weitergehen. Ich kann natürlich hier den Schrebergarten nicht bewirtschaften und das irgendwie so gastronomisch nutzen. Es geht eigentlich wirklich nur um das, was über ist, was wirklich zu viel ist. Also ich habe hier ohne Ende Zucchinis rausgezogen, sowas ist dann bei ihnen gelandet oder Mangold und so weiter und so fort. Um solche Sachen geht es halt. Also ich mache das nicht des Geschäfts wegen, ich möchte die unterstützen im Namen der Sache. Wer hat gewonnen? Jetzt geht's zur Verlosung. Ihr konntet unter dem Hashtag FragLars an einer Verlosung teilnehmen. Das ging auch nur unter einem bestimmten Video. Jetzt in diesem Moment, wir haben Sonntag 14 Uhr, ist diese Verlosung zu Ende. Ich werde gleich im Anschluss mit dem Random Comment Picker jemanden rauspicken, der unter dem Video seinen Kommentar hinterlassen hat. Jetzt kommt gerade ein bisschen Wind, lässt sich nicht vermeiden. Guck mal, wer gewonnen hat. So, ich habe hier jetzt den Random Comment Picker und habe oben schon den Link zu meinem Video eingefügt, worüber die Verlosung gelaufen ist. Und ich starte jetzt einmal. Dann starte ich mal. Wer hat gewonnen?
Bin ich immer gespannt. Ach nee, wie schön, ich freue Hallo mich. Lars, dein Garten ist einfach super schön, ein kleines Paradies. Bei der Kapuzinerkresse kannst du die Blüten und die Blätter essen. Die Blätter jedoch in Maßen, ich schneide ein oder zwei mit in den Salat. Die Samen noch jung, kannst du einlegen und als Kapernersatz nutzen. Und zum Gewinnspiel, frag Lars, ist eine tolle Idee, dann frage ich auch mal, was ist dein größter Wunsch? Ach, fast vergessen, durch dein Hortus-Video habe ich mal darüber viel nachgedacht, da viel mehr auf, dass ich auch einen Hortus hab. Ein schönes Gefühl, danke und liebe Grüße aus der sehr trockenen und heißen Eifel, Angelina. Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich, dass du gewonnen hast. In diesem Moment weiß ich noch nicht, wer es ist. Das werde ich dann halt später erfahren, wenn ich das wirklich fürs Video drehe. Aber ich freue mich über egal wen, wer da draußen gewinnt. So, wie läuft das jetzt ab? Ich habe unter meiner Kanalinfo meine E-Mail-Adresse larsglashagen@web.de. Da schickst du mir eine E-Mail hin und ich werde dir antworten, werde dir ein Wort, ein Code, irgendwas mitgeben. Das schreibst du unter das Video in die Kommentare noch einmal, damit ich weiß, dass auch du das wirklich bist. Das muss man so machen, damit nicht irgendwer mit bösen Absichten vielleicht mal ja, einen wie uns oder uns verarscht, sag ich mal. Ja, soll alles mit guten Dingen zugehen und abgesichert. Also, herzlichen Glückwunsch nochmal und dann werden wir das Ganze abwickeln und dann kommt Gemüse zu deinem Garten. Wenn das mit Mimikontakt irgendwie so hinhaut, dass wir ein bisschen ins Gespräch kommen, kann ich auch ein bisschen drauf eingehen, was dich interessiert oder nicht interessiert. Ich denke, das wird eine richtig schöne Packung, ein schönes Paket und ja, ich bin schon ganz gespannt, wie das am Ende dann dir schmecken wird. Okay. Das soll es für heute gewesen sein. Ich bin so froh, endlich eine Folge in Kasten gekriegt zu haben. Es ist so, ihr seht das mit hell-dunkel, scharf-unscharf. Ich habe Probleme mit meiner Kamera. Irgendwie macht die Software nicht mit. Irgendwas ist da im Gang. Ich weiß nicht. Es gab letztens ein Systemupdate. Ich hatte schon mal solche Probleme. Da ging das mit dem Zoom gar nicht mehr. Der hat nicht mehr festgestellt, sondern ging immer hin und her. Irgendwas machen die mal, spielen auf, aber die verbessern das auch. Ich hoffe, dass es irgendwann wieder im Normalen weitergeht. Okay, ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Wer mich noch nicht kennt und abonniert hat, bitte noch ein Abo dalassen. Bitte das Video bewerten, da würde ich mich drüber freuen. Und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Lars, ich bin raus.